Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Schülerbesuch, Fragestunde und Rallye. Welche Aufgaben haben Sie als Bürgermeister? Sind Sie gerne Bürgermeister? Erhalten Sie viele Briefe, auch von Kindern? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was halten Sie von der aktuellen Flüchtlingspolitik? Welche berühmten Politiker haben dem Rathaus Hennef in der Vergangenheit schon mal einen Besuch abgestattet? Diese und viele andere Fragen beantwortete Bürgermeister Klaus Pipke den 29 Schülerinnen und Schülern der Klasse 6e der Gesamtschule Hennef-Meyersheide. Gemeinsam mit ihrer Klassen- und Politiklehrerin Hanne Brohl besuchten die Kinder das Rathaus in Hennef. Der Besuch der Schülerinnen und Schüler fand im Rahmen ihrer Unterrichtsreihe Demokratie statt. Auch hatten sie im Vorfeld schon die Fragen an den Bürgermeister Pipke vorbereitet. Gesellschaftslehre ist bei uns das Fach, in dem die Kinder etwas über Geschichte, Politik und Wirtschaft kennenlernen. Und wir haben zurzeit das Thema Demokratie im Unterricht behandelt. Und weil es auch ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, dass die Schüler Demokratie vor Ort kennenlernen, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal im Hennefer Rathaus den Bürgermeister versuchen zu treffen. Im Anschluss an das Treffen mit dem Bürgermeister veranstaltete Anna Seidel vom Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef eine Wissensrallye quer durch das Rathaus. Die Kinder bekamen Fragebögen, welche sie mit Hilfe verschiedenster Ämter ausfüllen und beantworten konnten. Dabei lernten die Kinder alle Ämter und deren Funktionen im Rathaus Hennef kennen. Die Fragebögen wurden anschließend im Unterricht ausgewertet und besprochen. Da werden wir aufarbeiten, was die heute alles erfahren haben im Rathaus, denn normalerweise geht keiner von den Schülern, wenn schon mal mit den Eltern, hierhin ins Rathaus. Und ich glaube, heute haben die einen ganz guten Eindruck bekommen, was man hier überhaupt alles machen kann, manchmal muss und auch machen könnte.